Putins Truppen haben laut ukrainischem Verteidigungsministerium Millionen Minen gelegt. Militärisches Räumgerät ist knapp. Daher funktionieren die Ukrainer auch zivile Bagger um. Das Gerät entmint dank dieser Ketten. Wenn sie sich drehen, kann der Aufprall so stark sein, als würden die Sprengkörper mit 1000 Kilogramm Gewicht getroffen. Jede Mine, egal ob Panzerabwehr- oder Antipersonenmine, wird explodieren. Alternativ können wir auch eine Art Messer anbringen, das den Boden durchpflügt. Der Minenbagger ist einem Panzer nachempfunden, der auch bei der Bundeswehr eingesetzt wird. Diese Aufnahmen zeigen, wie der Räumpanzer Keiler Minen unschädlich macht. Die Ukrainer sind überzeugt, dass ihre Eigenkonstruktion genauso gut funktioniert. Die Ketten schlagen dicht nebeneinander auf den Boden auf, sodass keine einzige Mine verfehlt wird. Angesichts des Durchmessers der Panzerabwehr- und Antipersonenminen haben wir errechnet, dass dieses Gerät 100% der Minen zerstört. Um kein unnötiges Risiko einzugehen, wird der Bagger ferngesteuert. Löst er eine Mine aus, müssen Ketten und Schild auf Schäden überprüft werden, damit im Anschluss keine Sprengkörper verfehlt werden. Nach Einschätzung von Experten könnte es Jahrzehnte dauern, bis die Ukraine wieder völlig frei von Minen ist.